Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind noch dabei, ein bisschen Right. Sidequesting zu betreiben. Bewegt euch mal schneller. Und ich glaube, hier hatten wir noch ein paar Sachen, wo wir nicht drin waren. Und da wir uns im Kopf allein ja schon ein bisschen auskennen, würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Nee, das. Was ist denn alles offen? Das. Den müssen wir auch noch umbringen. Ja. Longhand. Master Below. Ja, das hat ja. Okay, gut, dann schauen wir mal. Da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Gut, fahren wir hier an. Hallo? Wer bist du? Niemand. Okay. Books hold so many answers, yet you cannot merely ask them a question aloud. You must pore through the pages and hunt for knowledge yourself. I like to think of libraries as way shrines to WoW. Okay. Ja, welcome to the Hall of Revealed Mysteries. Ja. Good day, stranger. Ah. The woman barely glances up from the tomes, tomes, nicht tomes, tomes on the table as you approach. You're welcome to browse the stacks, but mind that you keep your voice down. This is still a temple, after all, and Grimdar doesn't tolerate disorder. Who's Grimdar? Why, she's the High Archivist. She's one of the most accomplished scholars alive today. Nothing goes on without her knowing about it. Almost nothing, anyway. She scratches behind her ear. You should probably tread lightly around her today. Warum? Tell me about yourself. She throws her broad shoulders back. I'm a scrivener and a devotee of Wael. It's my duty to look after our records and resources. Her chest swells with pride. Okay. This is a temple. Looks like a library. That's because it is. Wael is the god of mysteries and answers, encryption and decryption, concealment and revelation. She raises her hand to the rose of shelves. Its guidance comes from the understanding of the unknown and the protection of hidden knowledge. The Hall of Revealed Mysteries was built to celebrate it. Also für einen Glauben in dieser Spielwelt klingt das gar nicht so doof. Also meine Protection of Hidden Knowledge ist ein bisschen seltsam, aber Understanding of the Unknown ist ja vom Prinzip gar nicht so blöd. To think there's such a place in the Deerwood, incredible. I'd love a glimpse of the archives. How many secrets must sit upon those shelves? Fascinating. Isn't it? Temples dedicated to Wael tend to hold vast stores of knowledge. We use that knowledge to unravel and preserve the mysteries of the world. So gar nicht schlecht. Farewell. Kann man jetzt irgendwie tolle. Oh, da kann man. Oh, hier kann man Sachen klauen. Denn I'll stay out of sight. La la la. 10 Years of Dawn. Ja, ne, die ganzen Bücher müssen wir ja nicht alle mitnehmen. Alle Customs. Hier war was. Ada Empire, Book of the Hunt.
Midwife's Memories. Whatever. Mehr Bücher. Mehr Bücher. Ich meine, theoretisch könnten... Ich weiß nicht, ob wir die alle verkaufen können eigentlich. Viel wert sind sie nicht. Okay, aber wen sollten wir denn... Ist hier irgendein Gym da? Die sollten wir nicht... die war irgendwie schlecht drauf. Warum ist die denn schlecht drauf? Keep searching. The obscured leaves clues for those who seek. Ja? Hello. Du klingst auch gar nicht so genervt. An elderly dwarf surveys the stacks. Her skin looks as tough and wrinkled as a walnut. Despite her stature, she manages to look down her nose at you. Ja, Zwerge können sowas. You are welcome to look around, but let the priests and scriveners continue their search. She shoots the newest dwarf figure a withering glare. Ich hoffe nicht buchstäblich. weiß man bei Priestern ja nicht. Wouldn't do to give them any other excuses. I'd like to know more about Whale. That's the rub, isn't it? Whale is the god of things hidden and revealed. The more of the 100 visions one sees, the more one has yet to discover. Though we often call Whale he who sees and is not seen. It is neither male nor female. To assign any definitive characteristic to Whale is to miss another essential part of its divinity. Okay, ja. the 100 visions. A term of reverence for Whale's many revelations. Despite the name, they are infinite. Infinite. Each epiphany leads to yet another enigma. Sehr schön. Tell me about yourself. I am the High Archivist of Hall of Revealed Mysteries. She coughs loudly into her fist. And I'm too old and too busy to be bothered with inane questions. Even just one or two. And I says, what are they looking for? Maybe I could find it. She sizes you up, stroking her chin. Could you now? She scowls at the rope priest again. You certainly couldn't do worse than this lot, anyway. Thieves made off with an ancient scroll of Whale. They intend to blaspheme by selling that which should remain hidden, a secret of the 100 visions. The guards caught one of them, but... were overzealous in their interrogation. Whoopsie! All they could piece together was something about the farmers and the road to Deerford. Track the thieves down. I don't care what you do with them, but bring back the scroll. Well rewards the persistent seeker, and so do I. An ancient scroll of Whale? There's a fine price. I mean a worthy task. questions about the missing scroll. Okay, mal wieder haben wir gemacht. Also unsere sehr niedrige Perception zahlt sich nicht gerade aus. Das ist wahrscheinlich das einzige von Belang. tell me what you know about the thieves. Very little, except that they were foolish to believe they could steal from the God of Secrets. That and they were fleeing to a farmhouse. How should I handle the thieves? However you can. Kill them, rob them, leave them, maim them. Rape them, ist mir egal. It makes no difference to me. Du bist sehr human. Für einen Zwerg. She waves a hand and smiles grimly. I consider it one of Whale's mysteries. Kann man, das ist eine lustige Art, dass, ja. What's so special about this scroll? Whale is the god of secrets. If I told you that, I'd cheapen it, wouldn't I? She cackles. It's a parable. The kind that nourishes the inquisitive mind and poisons the foolish. Okay, let's talk about something else. Oh, gut, dann machen wir. Was ist das da? Impossibly, this painted eye seems to move whenever you turn your back. This is okay. I shall be quiet as a calm sea. So, hier kann man aber... Not very. No entry into areas of Grindr's permission. Okay, ja, sehr gut. Und das hier auch die Archives? Ist das okay? Da dürfen wir nicht rein, ja. Auf 5 Mechanics, das ist ja nun nicht so schwer.
Mrs. The Hand Occult, fine journal of Jonas. Mensch, Jonas, my son, tomorrow I become the effigy. Yes. Was? Become the effigy, tomorrow I come scan some embodiment on Eora, tomorrow my master chokes and so on. Gut, ja. Noch irgendwas Nützliches hier? Sieht nicht so aus. Gut, wenn du irgendwann mal... Hör auf, dich am Hintern zu kratzen. Und wenn du irgendwann mal hier deinen Posten verlässt, dann werden wir da einbrechen. Aber vielleicht... Obwohl, vielleicht kriegen wir das ja als Belohnung. Wenn wir ihr die Scrolle... die Schriftrolle wiederbringen. So, mach das mal aus. Und... So, a group of thieves. Grimnar wants to attract the thieves and recover the scroll. Abandoned farm on the path to Deerwood. Okay, mal gucken. Deerwood. Da ist Deerwood Village. Village. Ja, wenn da Deerwood Village ist, dann ist hier der Path, also hier. Oder hier. Oder hier. Gut, schauen wir mal. Kann ja nicht so schwer sein. So. So, fangen wir mal hier an. Aber gut, das ist nicht der Path. Ne, hatte sie nicht was von... Moment. Abandoned Farm. Hier ist keine Farm. Fehlt es hier eine Farm. Das ist eine Farm? Gucken wir mal. I shall be discreet. Also abandoned ist es. Hallo, da ist ein Thief. Wie viele Thieves sind da denn? Da sind eine ganze Menge Thieves. Die sind rot, das heißt, wir können sie nur angreifen. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Mit einem fröhlichen Interdiction und... nee, Chillfog ist nicht gut. Ein lecker Feuerball, warum denn nicht? Unite! Okay, Dunes, Holy Radiance und Waffe wechseln. Nee, das da. Und du machst mal... Hältst die mal fest. Und du zauberst mal einen lecker Blizzard. Das war immer ganz... Ach, da hinten haben wir einen Schießmenschen. Das wollen wir mal... Den wollen wir mal. Ach so, und Iben kann zaubern. Das ist Iben. Na gut, dann wollen wir... Eben mal umbringen. So. Schieß mal auf den. Nee, da ist schon ganz gut. Mensch. Das auf den. Du machst mal lecker Mindblades auf den.
Okay, Durins wird gleich schlafen gehen. Thief. Birkhoff. Okay, haben wir irgendwas? Naja, schieß einfach auf den. Oh, er ist tot. Okay, dann kannst du dich jetzt mal zurückziehen. Ne, da ist noch einer. Shit. Dann mach doch mal Mental Binding. Dann mach doch mal Mind Blades. Got him. What? Okay. Alle wieder da, sehr schön. Okay, was haben wir hier? Sun Touched, das klingt gut, das nehmen wir uns mal raus. Geld, 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 Geld. Pistol, Leather Armor, Mail Armor, das kann alles in den, was ist das? Greatsword, das kann alles in den Stash. Ja. Agnes, ja. Auch alles in den Stash. Grimoire. Und Stash. Naja, sieht ja vielleicht ganz nett aus für unsere Leute, die keine Rüstung brauchen. Nehmen wir auch mal mit. Stash. Geld. Is it take the scroll? You hear a voice. You have found it. Now lose it again. That defeats the purpose of finding it in the first place. ja, da ist was Wahres dran, nicht wahr? What? You think this theft was an accident? The voice seems to shift, as if the speaker were constantly changing age, race and sex. Ja, das kann ich jetzt nicht. My relics were never meant to stay in one place for long. They are meant to be lost and found. It is the search... Ja, das ist albern. It is the search that gives the thing value. Take it to the Black Meadow. Find the drake that faces east and bury it beneath its skull. Find the drake that faces east. Haben wir gerade mit einem Gott gesprochen? Was sagt denn das Journal dazu? Strangest experience. I heard a voice in my head and told me to hide the scroll again. It directed me to... It sounded like a message from Whale itself. Was hast du da irgendwas zu sagen? Glaubst du nicht an den? Sag mal. War da nicht was? Need something? Tell me about yourself. My second favorite subject. What would you like to know? What's the story behind the symbol of Whale on your eye patch? Whale is known as the Eyeless Face. Echt? Okay, auch noch. So his symbol seemed a good fit for my eye patch. Whale iconography is rather popular in my home tribe, but it seems it is not widely venerated here in the Deerwood. I remember thinking that if I consecrated my eye to he who obfuscates and reveals, then maybe with enough devotion, Whale would make us of... Make use of old ruined thing. So you think you see me staring at rumps and cleavage? Bitte? So if you think you see me staring at rumps and cleavage, it's really just the will of Whale controlling my gaze. Honest. Ja, das ist das, ja. So mag das stimmen. Dudes are known for changing into animals. What sort of creature can you become? All sorts of things. Kriegen wir wieder irgendwas nicht. Let's discuss something else. Any man with their scars has a story to tell. I'm just going to ask you later if you don't tell me now. Yes, yes, I suppose you should know. Yeah. I struggled with spirit shifting, the final rite of passage in my druidic training. I prayed to Galloway for insight, and
in the style of seekers of old, went to the forest, alone, to ask for guidance. Then I got my answer. An answer, at least. In the form of a vibrantly colored Stelgar that pounced from the underbrush and made a salient demonstration of its capacity to eat things 1/15 in size. Nett beschrieben. You're alive today, so how did you fend off the beast? As awful as that sound, it's one amazing rite of passage. Well, go f- Oh, you actually meant that. Thanks. My kin didn't find anything positive about this tale. Achso. Okay, wolltest du da gerade sagen, dass ich mich selber beglücken soll? As the beast was lopping off bits of my handsomeness, I remember trying to fight back, swinging with arms too short to reach. I felt I had the energy for one last swipe at the beast's nose, and when I lashed out with a punch, my arm felt twice as massive, and my fingers sprouted talons! In a rush of power, I shifted into a mirror of my assailant. Apparently, he couldn't pick on someone his own size. By the battle's end, his severed arm was in my maw. The beast limped away in defeat. That's quite an impressive tale. I thought learning to spirit shift would win me some respect, maybe trap myself in a deal in less with the lust for little men. Bestimmt, wenn die, wenn du dich, Stelgar, das ist doch so ein, ist das nicht so eine Art, Gott, wie heißen die Viecher, im Wald, oh Gott, ich brauche ein Wörterbuch, nicht Rehe, oh Gott, wie, ihr wisst schon, Hirsche, ein Hirsch, so, jetzt habe ich es. Alas, I might have been better off staying in Novice, warum? When I wandered back to my village, they saw my wounds and asked what happened. I showed them. The name they called me, they called my form was the Autumn Stelgar, and they were not impressed. The Ryu of my circle believed the Autumn Stelgar to be a heinous abomination. It is said that if it eats you, your soul is invariably lost. As this was my first and most intuitive form, they deemed me a carrier of its evil. Ah, das ist tatsächlich gut zu wissen. Even though I never so much as threatened my kin, I was ruled unfit and cast out. I don't know what message Galawain was trying to send. The only lesson I learned was that the Seeker God will punish you for seeking. Soul Cannibal, aber nicht nett. You didn't choose your spirit-shifting form? No, it chose me, or so I imagine. I almost assumed it would shift into a stoat. Seems more true to my nature. Was immer das ist. He points to the embossed pattern of Raylan's apache. As the obscure teaches, when the answer is inscrutable, one must be content to ponder the question. Were at least recognized as a proper druid? No, but I know I passed an initiation rite 5 times more perilous than any of those kin betrayers that insisted I was a failure. Thank you for sharing well, your story. If you don't know me, you can't trust me. And if you can't trust me, odds are low you'll leap in front of a flying arrow to save my life. Ja, da sind die Odds sowieso ziemlich schlecht. Aber dafür haben wir ja unsere hier Kana und Idea, ne? I've been meaning to visit the druids of Twin Elms to see if they know more about my spirit shift. If our journey takes us there, perhaps they can enlighten me with more information about the Autumn Stelgar. But for now, maybe we can talk about something less depressing? Where are you from originally? My mother's crotch. You? Okay, da bin ich ja ganz, also in den Witz bin ich nur wirklich mit offenem Visier reingelaufen. Das war, what a coincidence, I also came from my mother's crotch. For the record, only I'm allowed to insult my mother. But I respect your dedication to banter, so I'll let it slide. This time. Ach, from your mother's crotch. Okay, das war dann nur halb so witzig. I grew up in Erglanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, the Fisher Crane tribe, are migrant stewards of the land. I've walked the whole of Glanfoth many times. What's your relationship with Galawain? I was raised as a disciple of the Seeker God. He is the
champion of the hunt, be it the simple struggle for sustenance or the scholarly pursuit of knowledge. In my older years, I found life has shown me I'm more suited to the ways of Vale. The furious hunt for knowledge often outpaces the journey to real understanding. And to hear more about Galarin and Vale. He stares at you blankly with one eye. Oh, not sure what more there is to say on the subject, unless you were itching for a religious debate. Tell me more about your thoughts on Vale. Wir haben gerade mit ihm gesprochen, verdammt nochmal. I came to know Vale in earnest in the first year of my exile. I asked myself why Galarin would punish me for asking questions, what just and fair God would punish me for doing as he asks. Questioning why I had been mauled just drove me mad. At the height of my worry, I would have dreams where I only saw with my injured eye. My healthy eye became blind in my dreams. He lifts up the eye patch to gently itch at the socket. You catch a quick glimpse of a puckered and scarred abscess under the well-embroidered patch. So one afternoon I stitched a stylized eye motif on the patch. I like to think of it as my self-initiation right into the Brotherhood of Vale. Vale is not an instructive or overbearing deity. He does not freely dispense wisdom and expects all of us to question and explore with our own minds. Vale reminds me that curiosity is being receptive to any and all truth, not hunting for any one answer. Has Vale ever actually spoken direct? Ach, das haben die anderen gar nicht mitgekriegt. Ah, nur in meinem Kopf. Has Vale ever actually spoken directly to you? No, never directly. Which is as it should be, given that what he represents. I especially like how Vale never sends wild beasts to maul me, but maybe I have low expectations of such things. Okay, ja, da muss man sich seinen Gott schon richtig aussuchen. Thanks you for sharing, and thank you for listening. Oh. Haben wir gleich bisschen, okay. Wo sollten wir das jetzt verbuddeln? Habe ich schon wieder vergessen. Mein Gott, der Gott gibt mir einen Auftrag und ich vergesse das. Ich wäre kein guter Glauben da. Wo ist das? Parable of Vale? Das ist Black Meadow. Also ich würde sagen, wenn wir schon Stimmen in unserem Kopf hören, dann machen wir auch, was die Stimmen sagen. Ne? Das ist ja, ich glaube, das ist die Regel. Oh Gott, das ist der One Day. Na gut, wir haben ja Zeit. Achso, war hier nicht auch dieser komische Typ, den wir umbringen sollten? Oh. Fällt Moment, was hat er gesagt? Looking east. Der guckt nach unten, der guckt nach east. Können wir eigentlich lesen, was in der Schriftrolle steht? An ancient scroll is bound with silver thread. The broken wax seal is stamped with the shape of an eye. The scroll at first appears to be gibberish, a collection of symbols and characters with no apparent connection between them. As you study them, however, you could swear that the characters begin to move. Okay, das ist jetzt hoffentlich nicht eine Seite aus dem König in Gelb. slowly, almost imperceptibly, they shift and crisscross and realign, and you are able to read the text. Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück spielen wir hier kein Mythos-Spiel, sonst das würde jetzt bestimmt völlig in die Hose gehen. A simpleton seeks out a wise man said to know the answer to every question. Please, says the simpleton. You have to help me. The word... Ach, Characters im Sinne von Buchstaben, jetzt habe ich es verstanden. Nicht Charaktere in der Geschichte. Ah, okay. Please, says the simpleton, you have to help me. The world terrifies me. I wake each morning and I don't know why. I make choices each day and I don't know what will happen as a result. I go to sleep each night and I don't know whether it will be my last. When the simpleton finishes, he notices that the wise man is weeping. The simpleton apologizes profusely and asks the wise man what he has said to upset him. The wise man shakes his head and wipes the tears from his eyes.
He answers, some people have all the luck. Okay. Super. Ja. Dann würde ich sagen, verbuddeln wir das da mal. Bury the Scroll of Whale. Oh, bist ein sehr kommunikativer Gott, wenn ich das mal sagen darf. As you cover the ancient scroll with the last handful of soil, the shifting voice speaks in your head once more. Well done, Watcher. Dankeschön. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. War das nicht hier? Dann versuchen wir es nochmal. Abgespeichert habe ich. Keeping an eye out. Der hat uns da letztes Mal so übel verprügelt. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, ein Level höher. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chance. So, dann machst du mal Interdiction. Du machst mal Blizzard. Und du machst mal Fireball. On your word. Durance. Was ist das hier eigentlich? Barely injured, nicht gut. Mach mal das. Thing isn't doing the job. Whoa. Du heilst. Du schieß mal auf irgendwas. Ja. Kana ist... Da sind wir noch zu schlecht für. Nochmal auf einem höheren Level versuchen. Oder ich mache irgendwas falsch, das kann natürlich auch sein. Ist sogar wahrscheinlich, aber das probieren wir später nochmal. Ich meine, er läuft ja offensichtlich nicht weg, was ganz nett ist. Da würde ich sagen, wieder zurück, wo war das denn? Copper Lane. Too long has it been since we made camp. Let's see what lies this way. Wir sind alle müde, würde ich sagen. Schlafen wir auch erst nochmal. Hail and well met. Common room. So.
mal schauen, wie du darauf reagierst, dass du die Scroll jetzt erstmal wieder ausbuddeln musst. So, Grimda. Greetings. I found the scroll, but Whale asked me to hide it again. Her gnarled head shakes as she points at you. Her eyes burn. You expect me to believe a yarn like that? You said yourself it would be foolish to steal from the God of Secrets. Whale is the God of Truth, both hidden and revealed. Does this really seem strange? She squints at you behind her thick spectacles. After several seconds of silence, she cackles. Decades of service, and Whale is still a mystery, even to me. But I see your point. You've aided the obscured faithfully. Jo, das ist nämlich totally obscured, das Ding. She presents you with a folded section of fabric. Whale is both a keeper and a discoverer of secrets. May this hood aid you in revealing what is obscured and keep you hidden from those who wish you harm. You find a key in your palm. You are also free to visit the Elder Archives and take whatever books or scrolls you find in the open. In the open. Naja, wenn ich die geheime verschlossene Truhe aufbreche, sind die Sachen ja auch out in the open, ne? Also können wir uns drauf einigen. Okay. Unterstellt, da ist sowas. Spreading and circulating new mysteries is part of our service to the obscured. What else do you need? Ehrlich gesagt nichts. Gut. Wann ist eigentlich mal wieder Aufsteigen angesagt? Ja, dauert noch. So, wir haben... Ach, das ist für ein Kopf, aber mein Kopf kann ich nichts. Plus 1 Perception, ne? Das ist schön, aber da kann ich... Kann ich nicht. Alright. Du hast plus Intellekt und du hast noch nichts. Ja. Irgendeiner von euch noch irgendwie Perception? Resolve ist für dich eigentlich auch ganz gut. Plus 1 Intellekt. Das wäre eher was für dich. Kannst du das aussetzen? Suppressed, aber wir haben hier schon. So, jetzt hast du das wenigstens. Meine, nicht, dass du besonders stealthy sein müsstest, aber gut. Ausgerechnet was für ein Kopf. So, hier kommen wir jetzt ja rein, ne? I shall be quiet as a calm sea. So, dann machen wir gleich mal wieder zu. Not very quiet. So, dann schauen wir mal. Eine Münze in the modern age. Ja. Gut. Oh! Scroll of Defense. Ja. Scroll of Valor, nehmen wir auch mit. Oder Valor oder was auch immer. Valor wahrscheinlich. Last of Discovery of Pendants. Public Revival, the Private Lord is a hero and genius. Pendants is the turn of illusionary, how wicked and mysterious. Whatever. Lalala, das ist out in the open. Ouch! Ja, geh mal weg da, bitte. Hey. So, Edea, guck dir das doch mal an. Heavy old book that carries the dust of centuries, with a finer thin of onion skin colors, obscure diagrams and notes on enemies. Oh, alright then. Wahrscheinlich ein heiliges Buch oder so ein Kram.
Mehr ist hier nicht, nur die Popligen. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Okay. Gut. Jo, dann sind wir hier fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Und dann gucken wir nochmal hier rein, da waren wir ja auch noch nicht drin. Stay out of sight. Hallo? Hail and well met. By Wales, Alice Face, you're one short ogre. but why are you green? And how are you getting the ducks to keep flying around you like that? Okay. They are stoned. Let me guess, you smoked a lot of bite leaf, or did you get your hands on some snow cap? He claps his hand and laughs. Snow cap, snow cap. So few people know snow cap. Much less ogres. He beams at you and nods his head. You're a scrivener? Yes, I am a scrivener. I read books, I write books, I once ate a book, but only because it looked like sweet pie. Or perhaps it was sweet pie back to look like a book. Interesting. Oh, I'm also a collector of herbs, flowers, plants. I sell them. Mostly I eat them. Like books. tell me about the dormitory. Here's where the scriveners who work in the Hall of Revealed Mysteries sleep. I am a scrivener. This place smells like old stock eggs. Old stock eggs, yeah. Show me what you have for sale. Okay. Plus 10 Will, minus Perception, okay, das ist nicht so super cool, was ist das? Max Endurance, White Leaf, okay, minus, oh, 80 Fatigues. Okay, also so richtig toll ist das nicht. Aber wir können ja einfach mal gucken, was wir hier so klauen können. I shall be quiet as a calm sea. No, das Geheimnis hier. Which is not very quiet. La 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 la. Was hier? Spill tea, empty ink pots and one detailed sketch of high breathing old dwarf. Das wird dann die Vorsteherin sein. All that we made of a long study session. Ja, okay. Okay, dann rauben wir euch mal aus. Ist ja nicht. Wir können ja mit unserem Hood nichts anfangen. Den wir da gekriegt haben, dann besorgen wir uns jetzt mal ein bisschen alternative Belohnung, würde ich sagen. Sturdy bunks are topped with thin blankets and even thinner mattresses. Oh, eine Matratze dünner als das Laken, das drauf liegt. Das ist. Ziemliche Leistung. Was machst du da? Wollen wir das so genau wissen? Versuchst du da rein zu... nee, wir sind hier nicht im Salty Mask. Mast. Oh. Wieder ist bin Couch Ceiling. Okay, das muss ja nicht sein. Zumindest nicht für so Kleinkram. Die Schriftrollen nehmen wir mit, aber der Rest kann dann hier bleiben. Gut, dann beklauen wir euch eben nicht. Wo waren denn die Schriftrollen? Waren die hier drin? Ja. Und die Schriftrolle. Mhm. Und hier war auch irgendwas, ne? Und hier sieht uns ja keiner. I can do that. Yep. Nobody has caught us. Dann, hier war Geld, ne?
Okay. So, das war ja auch reichlich. Ist ja später noch was, weil hier, also da war ja nur eigentlich nichts auftragmäßig. Bisschen dünn. Wir haben. Hier haben wir noch nicht. Hier haben wir noch nicht. Gut, dann gucken wir da noch hin, wo wir schon mal hier sind. Können wir mal gebrauchen. Unlocking will require the proper key, okay. Shh. What? Fleet plus 3 Move Speed, oh, klingt, nehmen wir mit. Okay. Huh? Steuer wurde eingetrieben. Ist das nicht hier die eine? Oh, da ist auch was. War das nicht die eine vom Theater? Dein Ale kannst du behalten. Kannst du zwar jetzt kein neues mehr kaufen, dann kannst du das alte einfach behalten. Wir sind ja nicht unfreundlich, ne? Aber da gibt es auch keinen Auftrag. Ja gut, jetzt müssen wir einfach mit dir sprechen. Oh, das haben wir doch schon gemacht. Good day, Stranger. Ja, das haben wir schon gemacht. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal. Catacombs for Onyx, Bracken. Ja, ich würde sagen, dann werden wir es für heute erstmal damit bewenden lassen. Wo könnten wir denn mal noch? Wo waren wir denn noch nicht? Also hier kommen wir noch nicht rein. Und das Gift könnten wir noch ein bisschen ablaufen. Brackenberry, ach, da war ja noch die Kneipe, da könnten wir auch mal hingucken. You must gather your party before venturing forth. Sehr schön. Ja, ja, danke schön. Andreas Gift war aber. Ach, ist das jetzt ein Soundbug? Spiel? Ja, ist weg, gut. Oil können wir immer brauchen. Ja, ich würde sagen, hier gucken wir uns dann beim nächsten Mal weiter um. Hier gibt es ja noch eine ganze Menge an Häusern, wo wir noch nicht drin waren. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier noch an Quests auftreiben und ob wir vielleicht auch mal die... das ist ja gelöst, ne? Ja. Ob wir irgendwie die Family von einem guten Darren finden. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Pillars of Eternity. Also, bis dahin. Tschüss.